Das heutige Video wird gesponsert von Tropibyte. Tropibyte ist ein Unternehmen, das für wenig Geld leistungsstarke V-Server und Webspaces vermietet. Dabei überzeugt Tropibyte mit schnellem Support und viel Leistung für wenig Geld. Zudem können Server nach Wunsch des Kunden konfiguriert werden. Bei den Webservern wird sogar noch Plex mitgeliefert. Dadurch ist es sehr einfach, Webseiten und E-Mails mit der eigenen Domain zu erstellen und zu bearbeiten. Wichtige Programme wie Java, Screen sind schon vorinstalliert. Zudem punktet Tropibyte auch mit seinen selbstprogrammierten Systemen. Nutze den Link in der Videobeschreibung und gib den Creator-Code DannyCroft während der Bestellung an für 5% Rabatt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und es geht direkt weiter mit dem Survival-Projekt. Sorry, dass ich eure Vorschläge nicht mit aufnehmen konnte. Ich meine, ich habe es ja schon in der letzten Folge kurz angeteasert. So, ich mache es hier erstmal so zu. Zack, so. Ich habe es ja in der letzten Folge schon mal ganz kurz angeteasert. Ich nehme das Ganze jetzt hier alles an einem Stück auf. Und ja, somit kann ich ja schlecht auf das Feedback eingehen. Bin ich sicher, mir überlegen, ob ich das häufiger machen soll, weil es macht halt schon Hardcore-Fun und von oben könnte sich theoretisch ein Mob reinstürzen, deswegen ich spiele mal auf safe, ich bin noch nicht so gut equipped. Ja, geil. Da brauche ich definitiv mehr Stöcker. Mehr Fackeln. Aber hiermit wäre schon mal das erste sicher ausgeleuchtet. Wird es gerade Tag? Kann es sein, dass es Tag wird? Ich hoffe. Halt, ich kann ja noch ein paar Stöcker machen. Zack. So. Eisenerz rein. Zack. 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 Let's go. Also es triggert mich ein bisschen, dass mein Skin so verbuggt ist. Ich meine, natürlich passt der Skin zu mir. Ich bin ein Survival-Steve, also ein Survival-Noob. Aber ich würde natürlich schon lieber mit meinem Skin spielen. So, bam. Die Kohle nehme ich mit. Dann können wir eigentlich tiefer in die Höhle vordringen. Zack. By the way, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich einen Server machen werde. Also an der Entscheidung hat sich nichts geändert, falls das jetzt schon irgendjemand denkt. Die Entscheidung steht immer noch, die finde ich immer noch ganz cool. Und ja, cool, nehme ich mal mit. Oh, geil, geil. Ja, Schaf, komm her. Perfekt, komm her, Schaf. Zack. Nice. So, dann tun wir mit dir was. Machen wir es ganz einfach so. Ja, ich weiß, dass ihr gerade am Rummeckern seid. Da muss ich noch nicht mal die Kommentare zu dieser Folge lesen. Dass ihr gerade am Rummeckern seid. Bett. Ich habe so lange ich habe kein Problem gegen in Spieler aber zu kämpfen. Aber gegen so eine scheiß Skelett zu kämpfen ohne Schild. Ja, kritisch. So, komm mal her. Lauf mal hier schön in die Sonne. Komm, lauf in die Sonne. Ach Mann. Aber danke für das Fleisch. Du hast mir geholfen eigentlich, Creeper. Vielen, vielen Dank. Kennt man jetzt sonst nicht von Minecraft Mobs. Aua. Tat weh. So. Dann. Ich meine, ich habe ja genügend Essen. Vor der Tür. Oh, was sehe ich da oben? Was sehe ich da oben?
Eine zweite Hülle. Nice. Komm hier, Spitzhacke erstmal kaputt machen. Bisschen Stein, so. Zack, zack. So, hier oben ist der Eingang. Hier haben wir ein bisschen Kohle. Kohle juckt mich gerade mal ganz kurz nicht. Ich meine, ich weiß ja, wenn ich Kohle irgendwann mal brauchen sollte, finde ich sie hier drinne. Und es war einfach nur ein Durchlauf. Okay, ja moin. Unnötig gefreut. So. Ach, geil, Lama. Was ich immer witzig finde. Haha, vertroffen. Ganz schlecht. Das kann ich, glaube ich, stundenlang machen. Auf so eine scheiß Lamas ausweichen, die zu blöd sind zum Spucken. So, dann gehe ich weiter mal in die Höhle rein. Halt, bevor ich in die Höhle reingehe. Mann, ich habe jetzt noch 3 Eisen. Was macht dann am meisten Sinn? Tiefer in die Höhle rein. Ja, nice, 2 Küfer. Freut mich nicht. Dann haben wir nochmal einen Creeper. Muss es jetzt geschickt machen. Muss den quasi zünden lassen. Und dann wegrennen. Zünden lassen. Geht doch. So. Die einfachste Möglichkeit, wie man Creeper entschärft. Man lässt sie einfach explodieren. Nix drin. Geil. Dankeschön. Also natürlich nicht Dankeschön, aber der nächste Creeper freut mich. Meine Creeper machen halt verdammt viel Schaden. Ohne Rüstung. Skelett! Chillig! Alter, als ob. Junge, verpiss dich mal da, Skelett. Geht doch. Geht doch. Mann, ich sehe jetzt leider nicht, wie viel Duration die noch hat. Okay, ein Eisen brauche ich noch. Nice, oder auch noch mehr Eisen, perfekt. Okay, gut. Na, Alter. Ich dachte schon, als ob ich jetzt ja nicht reinkomme. So, dann setze ich hier mal ein paar Fackeln hin, damit ich hier nichts mehr spawnt. Ich spiele mal auf safe. Ja, ja, Gravel. Gravel. Vor den Gravel. Geilste. Oh, ich liebe es. Zack, so. Dann mache ich mir eine Spitzhacke und ein Schwert. Dann bin ich erstmal Spitzhacke, Schwert und es reicht. Ne, es reicht leider nicht mehr für ein Schild. Mein Spitzhacke, Schwert und Schild kommt dann als nächstes. So. Dann, während das Ding brett, mache ich mir schon mal meinen. Meine Stöcker. Ich hätte mich halt früher komplett aufgeregt, wenn irgendjemand gesagt hat, Stöcker. Ich sag, was ist Stöcker, du kleiner. Wobei mal, ich hätte noch ein funktionierendes Schwert. Für ein Ding. Oh, das kann ich mir jetzt schon machen. Nice. Nice, 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 nice.
Sehr nice. Wieso habe ich keinen Wassereimer mehr? Wo habe ich mein Wasser gesetzt, dass es jetzt weg ist? Keine Ahnung. So. Da! Ah! Ich habe es eigentlich eingesammelt. Danke, Minecraft, dass du das Wasser wieder zurückgepackt hast. So. Dann let's go rein in die Rinninselhülle. Geht doch. PvP. PvP. Water Energy kann ich. Glitzernde Melonenscheiben. Ah. Zack, komm. Hier, gib mir ein Essen, dann bin ich weg. Ein Essen, ein einziges Essen. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wo ist es hin? Da ist es hin. Zack. Und let's go rein in die Rinninselhöhle. Ich denke immer, das sind Diamanten. Das troll ich mich mit meinem eigenen Tipp. Also ist ja nicht mein eigenes Texture Pack, aber. Geil, meine Fackel, egal. Oha, die könnte tatsächlich ein bisschen weitergehen, die Höhle. Weil das sieht mir eher danach aus, als wäre die gleich zu Ende. Die Höhle hier. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Es ist wahrscheinlich so ein. Weil ich mich. Einfach nur wegen dieser Aussage, ist wahrscheinlich so eine 300 Kilometer lange Höhle, die sich durch komplett die ganze Minecraft-Welt erstreckt. Aber ja, sag ich da. Ich würde gerne mal ein Mineschiff finden, habe ich noch nie gefunden. Zack, zack. Zack, zack. So, bevor ich mit euch fighte, leuchte ich hier erstmal aus. Das ist das Erste, was ich mache. Ist hier für ein bisschen Beleuchtung zu sorgen. Ja, moin. Dankeschön für deine Hilfe. Da vorne haben wir nochmal einen Creeper. Oh mein Gott. Es ist mir gerade irgendwie zu stressig. Also ich bin mal ganz kurz weg. Ab in den Urlaub. Kappa. Zack, zack, zack. Oh, ho, 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 ho. So, aber damit ich an der Stelle auch mal sagen, beenden wir die zweite Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Abo, aktiviert die Glocke und schreibt einen Kommentar, damit ihr im nächsten Video erwähnt und eingeblendet werdet. Ich hoffe, ich habe dran gedacht. Und ja, ciao.